Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem nächsten Update des Gold Forecast. Zunächst einmal ein paar einleitende Worte für diejenigen, die vielleicht hier ganz neu sind auf dem YouTube-Kanal von Real Money Trader oder die auch noch gar keine Berührungspunkte hatten mit dieser Form der Analyse. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man, wann immer es um Prognosen, die in die Zukunft gerichtet sind, geht, dass man dann denkt, okay, das ist Hokuspokus, das ist fauler Zauber. Da versucht jemand in die Glaskugel zu schauen und die Zukunft zu erraten. Absolut nachvollziehbar, aber mal eine Gegenfrage: Was ist es denn, wenn wir zum Beispiel basierend auf einem gleitenden Durchschnitt und wir sagen, okay, der DAX ist jetzt gerade über die 200-Tage-Linie angestiegen oder der Goldpreis ist über die 200-Tage-Linie angestiegen. Ich gehe long. Was ist denn das? Das ist nichts anderes, nur viel, viel weniger fundiert. Jeder von uns, ob wir jetzt Daytrading machen, dann raten wir eben die Zukunft in den nächsten Minuten, wenn wir Scalper sind, oder in den nächsten Stunden, wenn wir klassisches Daytrading betreiben. Aber auch jemand, der Investor ist, wie Warren Buffett. Das ist alles sehr fundiert, was er macht, aber er rät die Zukunft. Wir alle tun das mit verschiedensten Methoden und auch natürlich mit verschiedensten Zeiträumen. Ich persönlich nutze gerne oder ich setze gerne da an, wo die Bewegung tatsächlich entsteht, nämlich an den fundamentalen Ursachen. Da gibt es natürlich viele Faktoren, die auf so einen Markt wie Gold wirken. Von denen sind einige zu vernachlässigen, weil sie sehr klein sind oder weil sie sehr, sehr selten auftreten, insofern also keine dauerhafte Relevanz oder keine permanente Relevanz haben. Und es gibt ein paar Faktoren, die permanent wirken. Die sind ab und zu überlagert. Deshalb wird man niemals eine 100% akkurate Prognose hinbekommen. Würde man das tun oder würde man das können, würde ich hier schon lange nicht mehr sitzen, würde nicht traden oder nicht mehr traden, würde keine Videos machen und müsste keine Goldprognosen mehr in die Zukunft machen, weil ich einfach nur eine einzige Wette bräuchte, die hundertprozentig aufgeht. Das ist also illusorisch. Es geht schlicht und ergreifend darum, eine fundiertere Entscheidungsgrundlage zu haben als Bauchgefühl, eine fundiertere Entscheidungsgrundlage zu haben als irgendetwas Deskriptives. Gleitende Durchschnitte helfen einem bei der Orientierung, ganz klar, aber es sind letztlich deskriptive Methoden. Ein gleitender Durchschnitt, oberhalb dessen zum Beispiel ein Kurs oder ein Preis liegt, sagt mir nur, was in der Vergangenheit passiert ist, nämlich dass der Markt sich nach oben bewegt hat. Und daraus leite ich her, dass er sich künftig auch nach oben bewegen wird. Das ist die Realität. Und wer damit gut fährt, macht das genauso weiter. Ich versuche gerne, die fundamentalen Ursachen zu betrachten. Und bei Gold sind eben die wesentlichen Einflussfaktoren die Zinsen, also natürlich die Leitzinsen, aber vor allem auch die Entwicklung an den Anleihenmärkten, die Anleihenrenditen und Inflation. Warum? Fangen wir an mit Inflation. Gold ist zum Beispiel sehr sensibel, reagiert sehr sensibel auf Veränderungen in den Energierohstoffen. Nicht eins zu eins, nicht, man kann nicht daraus herleiten, dass Gold, wenn jetzt meinetwegen der Ölpreis um 10% steigt, dass dann Gold sofort reagiert. Diese Reaktionen erfolgen zeitversetzt. Das ist auch recht logisch, weil es müsste ja dann jemand da sitzen, der jeden Tick im Goldpreis, im Ölpreis oder jeden Tick im Erdgaspreis dann dazu zum Anlass nimmt, die Positionen im Gold zu erhöhen oder zu reduzieren. Es gibt immer bestimmte Reizpunkte, bestimmte Triggerschwellen, ab denen man merkt, oh, jetzt ist es aber deutlich teurer geworden. Jetzt haben wir einen deutlichen Inflationsanstieg. Jetzt muss ich mal was tun oder jetzt möchte ich mein Kapital schützen und kaufe Gold. Oder wenn das große Institutionen sind, jetzt erhöhen wir unseren Goldanteil, um uns vor Inflation zu schützen oder vor einem Crash am Aktienmarkt oder was auch immer da die Intention ist. Es gibt immer gewisse Reizschwellen, die erreicht werden müssen, bevor Prozesse in Gang gesetzt werden. Das ist das Schöne deshalb funktioniert vom Grundsatz her auch Forecasting.
Natürlich nur, wenn man auch realistische Erwartungen hat. Aber deshalb funktioniert es vom Grundsatz, weil eben diese Effekte nicht eins zu eins auftreten, sondern zeitversetzt. Das heißt, ich gucke im Prinzip, wie haben sich denn die Energierohstoffe entwickelt in den letzten X Monaten? Sind nach oben gegangen. Wie hat sich denn daraus auch resultierend die Inflation entwickelt? Also Energierohstoffe, Erdgas und Rohöl im Speziellen sind Hauptinflationstreiber, sind verantwortlich für einen ganz, ganz großen Anteil der Inflation, was auch sehr logisch ist, weil wir natürlich diese Rohstoffe praktisch in jedem Bereich benötigen. Es ist nicht notwendig, dass jeder Kaffee trinkt. Das heißt also, wenn der Kaffeepreis deutlich steigt, viele Leute trinken Kaffee, das stimmt zwar, aber das könnte ich auch reduzieren und könnte das meinetwegen substituieren. Das ist jetzt nicht der große Kostenfaktor, ob man da jetzt mal so ein Tässchen Kaffee am Tag trinkt. Deshalb ist das jetzt nicht so ein wesentlicher Inflationstreiber. Aber wenn wir, egal was wir machen, wenn wir zur Arbeit fahren müssen, wir brauchen Rohölprodukte. Noch jedenfalls, irgendwann nicht mehr, zum Glück, aber noch brauchen wir sie, oder viele von uns jedenfalls. Wenn Dinge von A nach B transportiert werden müssen, dann wird das entweder mit dem Schiff oder mit dem Lastwagen passieren. Ein bisschen was auch natürlich oder einiges auch natürlich auf den Bahngleisen. Aber wir brauchen Energierohstoffe. Wir brauchen immer entweder Rohöl oder Rohölprodukte vielmehr, oder wir brauchen indirekt oder direkt Erdgas. Erdgas ist zum Beispiel bei der Produktion von Strom sehr, sehr stark in Benutzung. Und Strom benötigen wir nahezu bei jedem Prozess in der Wirtschaft. Bedeutet also, das sind natürlich die Hauptinflationstreiber. Und Gold ist eben in der allgemeinen Verwendung oder in der allgemeinen Betrachtungsweise eben ein Rohstoff oder ein Asset, was sehr, sehr stark als Inflationshedge verstanden wird. Wenn Inflation erwartet wird oder wenn Inflation vorherrscht, dann kaufen viele gerne Gold als Schutz davor. Und deshalb ist der Goldpreis sehr sensibel für inflationäre Tendenzen. Das heißt also, die Inflationsrate, und zwar die offizielle, nicht irgendeine, von der ich denke, dass es die wirklich ist, sondern die offizielle Inflationsrate, ist ein Faktor, den ich hierbei berücksichtige in dieser Modellrechnung, die hier hinter diesem Forecast steht. Und der zweite Faktor sind eben, wie gesagt, Renditen am Anleihemarkt, beziehungsweise Zinsen. Zinsen geben, beziehungsweise die Anleihemärkte geben immer ein gutes Abbild oder sind immer ein Spiegel der wirtschaftlichen Entwicklung einer Währungsregion oder einer Wirtschaftsregion. Und dementsprechend geben sie natürlich auch Aufschluss, wie es wirtschaftlich in einer Region läuft. Vor allem aber sind Anleihenmärkte auch defensive Assets, auch Assets, in die Kapital strömt, wenn es aus dem Aktienmarkt rausgeht, wenn man sagt, okay, Aktien sind jetzt zu teuer oder Aktien sind jetzt zu riskant, das ist ein schwieriges Umfeld, wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben dies und das, dann strömt Kapital in dieses defensive Asset. Das heißt, im Prinzip haben wir zwei defensive Assets mit dem Bitcoin, naja, wirklich für defensiv halte ich ihn nicht und ich halte ihn auch noch nicht, er ist dezentral, das ist schön und das ist auch ein Plus. Aber ich glaube, er hat natürlich jetzt noch lange nicht diesen Stellenwert, wie es jetzt Anleihen haben und wie es auch Gold hat. Deshalb klammere ich das mal aus. Vielleicht wird sich das irgendwann dahin entwickeln, dass man den Bitcoin als sicheren Hafen betrachtet, um sein Kapital zu schützen. Das könnte irgendwann passieren. Gegenwärtig halte ich das noch nicht für den Fall. Insofern haben wir immer eine Rotation des Kapitals. Es strömt entweder in offensive Assets rein, sprich Aktien, oder aus diesen offensiven Assets raus. Und dann gibt es eben zwei Anlagealternativen. Einmal Bonds, die bestimmte Renditen abwerfen, und Gold. Und wenn die Renditen am Bondmarkt sehr, sehr niedrig sind,
dann wird Gold natürlich attraktiver. Deshalb haben wir auch eine starke Korrelation zwischen dem Goldpreis und der Entwicklung am Bondmarkt. Wenn Bonds nach oben gehen, ist typischerweise auch Gold stark, weil dadurch werden die Bonds unattraktiver als sicherer Hafen, als defensives Asset, und Gold wird eben attraktiver. Das sind also die zwei wesentlichen Komponenten, und aus besagten Gründen sind das die zwei wesentlichen Komponenten, die auf den Goldpreis wirken. Einmal Inflation und einmal die Anleiherenditen am US-Anleihemarkt, die Bondrenditen. Die spielen hier mit rein, deren Entwicklung in der Vergangenheit spielt hier mit rein und leitet daraus her, was bei Gold in der nahen Zukunft, und die nahe Zukunft bezieht sich hier konkret auf die nächsten 2,5 Jahre, ist also gar nicht mal so nah, sondern ist auch schon eher mittel- bis langfristig die Perspektive, leitet dann also eine Prognose her, wie sich der Goldpreis am wahrscheinlichsten entwickeln wird in den nächsten 2,5 Jahren. Dieser Prognosehorizont mag lange erscheinen, aber wenn man sich da mal bewusst macht, wie die Prozesse in der Wirtschaft tatsächlich ablaufen, dann ist das einfach nur ein Abbild, oder ist das einfach nur daraus hergeleitet, wie die Realität ausschaut. Wenn heute die Zentralbank, die US-Notenbank meinetwegen, wenn die Zinsen heute senkt, dann ist ja das Geld nicht sofort in der Realwirtschaft angekommen. Es ist ja nicht so, dass die mittwochs abends um 20 Uhr bekannt geben, Zinsen gesenkt um, was weiß ich, 0,5 Basispunkte, und Donnerstag früh haben alle Geld. Nein, der erste Schritt ist erstmal, man gibt bekannt, dass man diesen Zinssatz ändert. So, jetzt müssen im ersten Schritt mal die ganzen Investmenthäuser, die ganzen großen Banken, die Kreditanstalten müssen jetzt erstmal sich Geld bei der Zentralbank leihen. In den seltensten Fällen passiert das sofort. Meistens ist man erstmal zurückhaltend. So. Aber dieses Prozedere, die Bank leiht sich Geld bei der Zentralbank, bei der Notenbank, das dauert. Und dann im nächsten Schritt muss ja dieses Geld, wenn es mal dort geliehen ist, muss es ja dann auch weiter verliehen werden in Form von Krediten an Unternehmen, an Privatpersonen, bis das dann mal abgewickelt ist. Jeder, der mal eine Hausfinanzierung gemacht hat, weiß ja, wie lange alleine dieser Prozess dauert zwischen ich stelle eine Anfrage, ich bekomme ein Angebot, und schlussendlich nach zigfachen Prüfungen wird dann auch der Kredit vergeben. Also insofern ist das tatsächlich in der Praxis so, dass viele Effekte, die von den Zinsen ausgehen, dass die eine Ursache-Wirkungsverzögerung haben von 2 bis 2,5 Jahren. Und von daher ist dieser lange Prognosehorizont, der so ein bisschen absurd erscheinen mag, der ist sehr realistisch. Und um das ein bisschen besser nachvollziehen zu können, könnt ihr auch unterhalb dieses Videos, habe ich mal die Links zu sämtlichen Gold-Forecast-Videos, die ich in den letzten, ja, ich glaube, 10 Jahren, 9 bis 10 Jahren gemacht habe, unten in die Infobox gepostet. Könnt ihr gerne nachvollziehen. Da kann man dann auch zum Beispiel die Prognose 2011 auf 2012, die waren teilweise, hat natürlich nicht alles immer hingehauen, ansonsten, wie gesagt, würde ich hier nicht mehr sitzen. Aber da waren sehr viele Prognosen dabei, die sehr brauchbar waren. Wie man das dann in der Exekutive, wie gut man das dann in der Exekutive ausnutzen kann, ist auch immer noch mal eine andere Geschichte. Es ist eine Sache, dass man sagt, okay, Gold wird meinetwegen dann und dann wahrscheinlich steigen. Es ist eine andere Sache, wie nutze ich das aus? Manchmal kommt man vielleicht blöd rein oder wird blöd ausgestoppt zwischendrin. Also nur weil man mit der Grundeinschätzung richtig liegt, heißt das nicht, dass man unfassbar viel Geld damit verdient. Es gab Prognosen, da habe ich relativ wenig partizipiert, weil die Bewegung vielleicht ein bisschen früher einsetzte oder es zwischenzeitlich stärker schwankte. Also da muss man auch noch mal ganz klar sagen, zwischen Prognose und Exekutive liegt schon noch mal ein ganzes Stück. Ich will nicht sagen Welten, aber das ist schon noch mal ein ganz entscheidender Unterschied. Also
Es geht hier nicht darum, an der Stelle irgendein Bild zu zeichnen. Man hätte hier irgendwie den Heiligen Gral überhaupt nicht. Es geht nur um die eine einzige Sache. Nachvollziehbar ist, wenn man denkt, okay, das ist Quatsch, wie soll man denn jetzt wissen, dass es im Jahr 2023 ab September fällt? Sehe ich ganz genauso. Es geht nur darum, dass man, also kann ich nachvollziehen, dass man das so sieht. Es geht nur darum, an der Stelle, wenn jemand denkt, okay, das ist ja kompletter Quatsch, einfach mal die Videos von damals anschauen und mal abgleichen, was da gesagt wurde, was die Prognose von diesem Forecast war und wie dann der Goldpreis tatsächlich gelaufen ist. Ich habe in keiner dieser Situationen Unsummen investiert, es waren immer nur kleine Beträge, eben aus Vernunft, weil ich hier ja gar keinen Verwaltungsmodus habe in Form von einem evaluierten Stop, den ich durch ein Backtesting herausgefunden habe oder dergleichen. Also insofern, es geht nicht darum, so zu tun, als wäre ich hier der ganz große Schlaumeier, der alles weiß, weiß ich nicht. Das ist einfach nur eine Entscheidungsgrundlage, ich nutze das. Viele vielleicht nutzen gleitende Durchschnitte oder irgendwelche anderen Geschichten. Das ist auch absolut in Ordnung und soll jeder machen, wie er möchte. Wenn du aber jetzt an der Stelle immer noch denkst, das ist Quatsch, weil das so weit in die Zukunft gerichtet ist, ja, das kann, das würde ich auch im ersten Moment denken. Dann einfach gerne, falls es dich interessiert, diese historischen Videos anschauen. Also historisch nicht im Sinne von, sie sind so sensationell gut gewesen, sondern aus den vergangenen Jahren. Und dann kriegst du einen Eindruck, und wenn du danach immer noch denkst, dass es Käse ist, dann ist das so. Und wenn du danach sagst, okay, das scheint doch ein gewisses Fundament zu haben, ist das auch schön. Letztlich mache ich das ja hier für mich. Viele Trader, die bei mir in der Ausbildung waren oder sind, nutzen auch den Gold Forecast, aber nie als alleinigen Entscheidungsträger. Das muss also auch klar sein. Was zeigt der Gold Forecast an? Letzter Update ist Anfang des Jahres gewesen, 2021, und reichte bis 2022 oder bis ins Jahr 2022 hinein. Jetzt sind natürlich ein paar Monate ins Land gezogen. Jetzt kommen wieder ein paar Monate dazu. Der Forecast ändert sich nicht mehr, sondern der geht immer bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und naja, dann kommt halt immer wieder ein Monat dazu, mit jedem Monat, der ins Land zieht, weil wir ja immer vom Grundprinzip her sagen, okay, was ist in den letzten x Monaten bei den Einflussfaktoren passiert? Das projizieren wir in die Zukunft. Wenn die sich also auf eine bestimmte Art verändert haben, dann können wir jetzt wieder daraus herleiten, also wenn wir jetzt 2 Monate weiter sind, wenn wir jetzt dann mal Dezember haben, dann geht dieser Forecast, sieht dann genauso aus wie jetzt auch. Dann kommen hier aber 2 Monate dazu. Also dann haben wir wieder 2 Monate mehr, für die wir Daten haben. Forecast zeigt hier an, dass wir zwischen Februar 2021 und August 2021 tendenziell nach oben gehen sollten. Der Goldpreis hat sich in dieser Zeit auch nach oben entwickelt, drehte dann auch schon ein bisschen früher wieder nach unten. War jetzt nicht die Monster-Rallye, die wir da gesehen haben. Aber von der Grundtendenz her war das stimmig. Es sollte dann nochmal korrigieren. Und der nächste große Kaufzeitpunkt, das heißt nicht, dass der Markt erst dann sein Tief sehen wird. Ich bin zum Beispiel jetzt schon sehr, sehr bullisch, wenn man sich die COT-Daten anschaut und speziell den sehr, sehr niedrigen Prozentanteil der Shorts, der Produzenten-Shorts im Open Interest. Aber das ist ein Faktor, der mit Timing nichts zu tun hat. Und der ist losgelöst hiervon. Hier geht es nur um die Intermarkets und die zeigen eben an, dass wir eine sehr gute Phase bekommen sollen zwischen März 22 und Dezember 22. Also das ist hier die Kernaussage. Jetzt in dieser aktuellen Phase muss man tatsächlich noch mit dem ein oder anderen, mit der ein oder anderen Abwärtsbewegung rechnen, aber die Grundtendenz hier oder dieser Grundschwung, dass im Prinzip fast das gesamte Jahr 2022 bullisch ist für Gold, lässt mich in der Exekutive im Moment Positionen aufbauen, aber eben nur stückchenweise, weil ich eben auch hier sehe, dass wir intermarkettechnisch noch nicht akut ein bullisches Umfeld haben.
Und Gold jetzt auch zuletzt wieder bei 1800 Dollar gescheitert ist. Also das ist ja auch noch eine Hürde, die genommen werden muss. 1800, 1840. Hat aber mit den Intermarkets, mit den fundamentalen Einflussfaktoren nichts zu tun. Deshalb, lange Rede, kurzer Sinn. Der Forecast zeigt für 2022 deutlich steigende Goldpreise an. Und zwar fast über das gesamte Jahr. Grundlage hierfür, haben wir eben gerade schon gesagt, sind eben diese fundamentalen Einflussfaktoren, Anleiherenditen und Inflation. Und jetzt haben wir eben noch so einen Abschnitt. Wir haben ja hier auch gesehen, diesen Rücksetzer jetzt, den wir auch jetzt im Goldpreis gesehen haben, nochmals, der relativ moderat ausfiel bis dato. Also wir sind jetzt im Prinzip hier an diesem Prognosepunkt. Das heißt, mit so einem Häkchen hier muss ich noch rechnen, aber dieser Schwung hier ist der, den ich mitnehmen möchte. Jetzt auf der Short-Seite irgendwelche Einstiege zu suchen für die kurze Frist, ist jetzt nicht meine Intention. Ich positioniere mich lieber mittelfristig bis langfristig und versuche dort eine ordentliche Position und einen ordentlichen Durchschnittspreis zusammenzubekommen. Aber das muss jeder für sich am Ende selbst wissen. Was noch spannend ist, ist, dass wir sehen, dass es im Jahr 2023 dann aus Intermarket-Sicht ein sehr, sehr ungünstiges Umfeld ist für Gold. Wir hatten schon mal eine vergleichbare Prognose fürs Frühjahr, ich glaube für einen Februar, Ende Februar 2012 müsste das gewesen sein. Werdet ihr in den Videos unten auch sehen. Da war es tatsächlich so, dass man im Jahr 2011 schon diesen Abschwung für Februar 2012 gesehen hat, was viele natürlich für Quatsch gehalten haben. Und das ist dann aber tatsächlich so gekommen. Kann ein Glückstreffer gewesen sein. Natürlich bei einem Einzelfall kann es tatsächlich mal sein, dass man Glück hat. Insofern darf man das auch nicht zu hoch hängen. Aber wenn ihr die Gesamtheit dieser Prognosen anschaut, seht ihr, dass das tatsächlich Hand und Fuß hatte. Man sieht es auch hier an den historischen Prognosen. Hier unten ist der Gold Forecast, hier oben der tatsächliche Goldpreis, bezeichnenderweise in Rot dargestellt, nicht in Gold. Und die groben Schwünge waren schon sehr, sehr häufig, sehr stimmig. Insofern, ich nutze das gerne als Entscheidungsgrundlage für die grobe Ausrichtung, aber immer nur mit moderaten Einsätzen, weil eben hier natürlich einfach kein Verwaltungsmodus gegeben ist in Form von vorgegebenen Stops. Also muss ich sowieso die Einheiten klein halten, weil ich gar nicht die Varianzen kalkulieren kann, die da auftreten können. Insofern, ich nutze das gern. Ich nutze es lieber, als ich deskriptive Methoden benutze. Und der ein oder andere wird vielleicht auch eher in diese Richtung unterwegs sein. Und wer es anders macht, macht es anders. Davon lebt ja der Markt, dass der eine zu dem einen Schluss kommt, der andere kommt zum anderen Schluss. Manche Leute nutzen unterschiedlichste Methoden, kommen zum gleichen Schluss. Das ist ja das Spannende auch. Und insofern finde ich, ist auch da absoluter Respekt und Toleranz gegenüber sämtlichen Vorgehensweisen gegeben. Dass natürlich jeder seine eigene Vorgehensweise davon am überzeugtesten ist und vielleicht von den anderen Vorgehensweisen weniger überzeugt ist, liegt auch auf der Hand. Das ist auch gar nichts Schlimmes. Das ist völlig natürlich. Insofern ist das also eine ganz entspannte Begebenheit. Das war der Gold Forecast bis ins Jahr 2024. Wir werden anhand der tatsächlichen Verläufe sehen, wie es dann schlussendlich ausgegangen sein wird oder wie akkurat die Prognose war, wie sich es dann entwickelt hat. Und ja, mir bleibt an der Stelle euch vor allem Gesundheit zu wünschen. Das ist nicht nur in diesen Zeiten, sondern grundsätzlich das mit Abstand Wichtigste und natürlich aber auch hier beim Handel von Gold und von anderen Assets den größtmöglichen Erfolg. Aber das ist zweitrangig gegenüber der Gesundheit. Das sollte auch jedem klar sein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ganz zum Schluss, bevor ich es vergesse, noch ein kleiner Hinweis auf unsere kostenlose Webinarreihe. Da behandeln wir nämlich solche Themen wie jetzt Gold
und dessen Entwicklung auch immer wieder, aber auch andere Märkte natürlich. Und zwar immer sonntags von 11 bis 12 und immer donnerstags von 19 bis 20 Uhr. Den Link zu dieser Webinarreihe, den poste ich unten in die Infobox dieses Videos. Ansonsten könnt ihr auch auf der Website hier Real Money Trader kostenlose Webinare da einfach draufklicken und dann könnt ihr euch dort auch registrieren. Wie gesagt, immer donnerstags 19 bis 20 und sonntags 11 bis 12 Uhr Live-Webinar. Das ist eine der größten Webinarreihen mittlerweile, die es in Deutschland gibt. Vollkommen kostenlos und ja, wir freuen uns, wenn wir in der Community dort wachsen, weil es natürlich auch immer so ist, wir sprechen viele Märkte durch, wer dort einen Markt mal besprochen haben möchte oder eine Einschätzung möchte oder eine Fachfrage hat, der bekommt dort natürlich dann entsprechend auch eine Antwort. Und wenn es dich interessiert, komm dann gerne dazu. Diesen Donnerstag ist schon das nächste Trading Insights Webinar und am Sonntag dann auch wieder.